Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Two Point Campus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben noch ein paar Bauarbeiten zu erledigen. Das nächste Semester steht quasi in den Startlöchern, aber der Campus ist noch nicht bereit. Deswegen lass uns erstmal ein bisschen arbeiten. Los geht's. Genau, wir brauchen noch einen weiteren Gastronomie-Dozenten dann, mindestens, damit das alles so funktioniert, wie es funktionieren muss. Dann holen wir uns das hier mit Gebäuden natürlich. Ein Stück kaufen. Ach, die machen jetzt alles komplett mit Grundstücken voll, glaube ich, wa? Naja, warten wir mal ab. Ich würde hier das Gebäude bearbeiten und einen Eingang bauen. Dient auch als Ausgang. So. Das triggert mich jetzt ja hier schon ein bisschen, dass das nicht... So müsste das sein. Dann würde ich hier aber nochmal einfach ein paar... ein paar Stände hinstellen. So, das hat jetzt schon die Campusstufe erhöht. Ja, das ist tatsächlich jetzt einfach hier... Okay. So, ist doch schön groß. Dann lass uns mal eben... Möchtest du das Beamtenzimmer wirklich abbrechen? Achso, nee, das passt so. Zack, genau. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gezählt habt. 45. Das bedeutet... Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Raum. Weiteren Schlafraum. Weiß halt nicht, kann man das irgendwie so einstellen, dass die dann auch sich vernünftig aufteilen? Ich bin mir nicht sicher. Und in Zukunft, lass mal direkt überlegen. In Zukunft kommen ja immer 25. Das heißt, wir müssen auf 75 vorbereitet sein. Wenn wir nochmal eine Stufe höher gehen, geht es sogar auf 90 wahrscheinlich hoch. Das würde bedeuten, wenn wir auf 75 hochgehen, bräuchten wir da unten mindestens 4 Betten. Ne, mehr sogar. Noch 45 habe ich oben. 75, ne? Habe ich gesagt. Ja. Dann brauchen wir hier sogar noch mehr Betten. Ja, dann wird es halt... Wäre es halt doch wieder ein bisschen was größerer Raum hier. 5x5 sollte theoretisch reichen. Dann können wir sogar noch eine Toilette hier nebenan setzen, glaube ich. So, Eingang. Setzen wir... Nö, setzen wir ruhig auf die Seite, weil, wie gesagt, Toilette kann dann da noch hin direkt... Kleiderschrank. Let's go. Obwohl, hier könnt ihr eigentlich auch das Bett hin. Weiß auch gar nicht, ich nehme immer die dunklen Betten. Ich finde, die sind eigentlich ganz hübsch. So, Kleiderschränke. Der passt sogar noch mit hier hin, das finde ich gut. Hier schon mal bei 3. Kleiderschrank. 25 Leute passen jetzt hier rein. So. Hier ist gar kein Liebesbett. Fällt mir gerade mal auf. Ja, Liebesbett gibt's hier nicht, oder? Gibt's hier ein Liebesbett? Pass auf, vielleicht, wenn ich das ein bisschen mittiger stelle. Wenn wir hier so 2 von den Arbeitsplätzen so gegenüber machen. Passt hier das Liebesbett nicht mal mehr hin, was? Dann müsst ihr noch ein Stückchen weiter runter. Die Leute brauchen hier ein bisschen mehr Platz, um ihren Spaß zu haben. So, wie viele Bette haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, hier passen auch schon wieder 40 Leute rein. Drüben 45 sind wir bei 85. Das ist doch... Ist auch gut, denke ich. So, wir packen hier das hin. Ein Mülleimer kommt hier neben das... Neben den Schreibtisch. Was ist das hier für eine Musik? Mann, Mann, Mann. Auf 5. Hi, ich bin Maggie Watmore und darf das nicht vergessen.
Was darfst du nicht vergessen? Hab nicht aufgepasst. Auch, dass ihr länger nicht eingeatmet habt? Hm. Ach, sie darf das Atmen nicht vergessen. Ups, schon wieder passiert. Konzentrieren wir uns beim nächsten Song doch alle mal auf unsere Atmung. Wenn ihr das hört, trinkt einen Schluck Wasser. Okay, mache ich. Prost, Leute. So. Campusstufe immer noch auf 12, aber wie gesagt, durch die ganzen Räume, die wir jetzt hier bauen, sollte das mit Sicherheit noch hochgehen. Noch ein Poster, dann ist der Raum auf Stufe 6. Ich denke, das sollte ausreichend sein. So, Toilette daneben. Ich brauche auf jeden Fall, ja. Wir brauchen auf jeden Fall wieder einen Kredit, Leute. Die Sache ist halt, wir brauchen noch ein Wissenschaftslabor und eine herzhafte Küche. Herzhafte Küche kostet 30k, Wissenschaftslabor 18k. Wieso zieht ihr jetzt hier ein? Hä, die ziehen jetzt einfach um. Okay. Macht doch, was ihr wollt. Ein Aufenthaltsraum und so weiter und so fort brauchen wir wahrscheinlich auch noch hier. Deswegen, ja, ich denke, ich musste diesen dicken Kredit aufnehmen diesmal tatsächlich. Erinnerung an alle Studierenden. Nach dem Studium geht es nur bergab. Machen wir. 100k. Eieiei. Aber ja, was sollen wir... Was sollen wir machen, ne? Wollen wir bis zum Rand drehen? Dann könnte ich noch eine Dusche dahin packen, wahrscheinlich. Machen wir es so. Dann machen wir die Tür in die Ecke. Toiletten hier hin. So, alles ein bisschen eng vom Platz her, aber es ist gut so, wie es ist, Leute. Vertraut mir. Es ist nicht der erste Raum, den ich baue. Au. Wenn es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. So, kriegen wir das noch dahin? Nein. Ah, da musst du ganz in die Ecke, tut mir leid. Da hätte ich auch den anderen Raum einfach kopieren können, ne? Also gleich mal gucken, ob wir mal mit diesem Kopierding irgendwas reißen können. Noch eine Pflanze hier rein. Haben wir noch gar keinen Mülleimer hier drin? Machen wir den lieber. Okay, jetzt beginnt das hier schon wieder, Leute, was wir bei Two Point Hospital schon... immer hat. Na, guck mal, die geben immer weniger Prestige. Okay, das finde ich wiederum gut. Aber ich krieg noch ein Fenster. Ja. Wir sind halt bei 3, das muss doch noch irgendwie... Muss doch noch irgendwie eine Stufe höher gehen. Wie wär's hiermit? So ist es. Cheesy Gubbins, das da noch hin? Die Firma hinter dem allseits beliebten Snack, ja, nice. Goldener Gubbin, okay, Badezimmer. Campus zum Stillstand gebracht. Dann Duschzimmer hier hinter. In Cheesy Gubbins Packungen insgesamt 6 Gubbins aus echtem Gold versteckt. Bis jetzt wurde erst einer gefunden. Die glückliche Gewinnerin befindet sich gerade bei der Krankenschwester, nachdem sie den Goldklumpen verschluckte. Oh no. Holands wartet eine große Menschenmenge begierig darauf, einen ersten Blick auf den edlen Snack zu erhaschen. Der edle Snack, Leute. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Man muss den Humor des Spiels einfach irgendwie lieben. Ich weiß auch nicht, ich finde es mega lustig. Das passt nicht mehr, aber ist nicht so schlimm. Vielleicht passt aber hier so ein Hygieneding noch neben. Das ist im... Nee, leider nicht. Ist nämlich immer ein bisschen kleiner. Deswegen dachte ich, vielleicht haben wir Glück. Passt hierhin tatsächlich immer auch. Dann eine Pflanze noch hier mit rein. Mülleimer. Dann noch ein Poster. Zack. Dann sind wir bei 4. Wird schon ausreichend sein. 85k. Jetzt sollte ich mich vielleicht eher mal um die Räume kümmern, die wir auch wirklich benötigen. Und das ist zum einen noch ein Wissenschaftslabor und zum anderen die herzhafte Küche. Die herzhafte Küche ist ein bisschen was größer. Die muss auch 6x6 sein.
Ich glaube, 7x6 reicht aber komplett. Also die ist... Die, beim letzten Mal ist das alles wieder ein bisschen eskaliert. Und ich glaube, dass wir von der Größe her so auch schon ziemlich gut hinkommen. Und von diesen ganzen Sachen bekommt ihr jetzt erstmal hier nur ein Teil. Ich hoffe, dass das ausreichend ist dann. Also sind wir bei 3. Pflanzen und so weiter dürfen natürlich nicht fehlen. Mülleimer auch. Auf 4 würde ich das schon gerne hochbringen. Aber ja, wir haben ja hier noch Poster, Bilder und so weiter und so fort. Zack, da sind wir schon bei 4. Das passt. Das reicht mir fürs Erste. Und dann kommt hier noch ein Wissenschaftslabor hin. Auf 5x5er Basis. Das passt leider nicht mit der Tür. Schade, das wäre halt mega cool gewesen. So, das wären 5x6. Desto länger hast du gelernt. So, wir machen es so. Und dann machen wir die Tür hier hin. Und dann Wissenschaftslabor, brauchen wir auf jeden Fall das Teil wieder. Machen wir... Ja, so passt's, ne? Würde ich das hier einfach so hinstellen. Und dann alles Mögliche, was wir bekommen können und was wir uns noch leisten können, wenn ich mir meinen Kontostand so angucke. Leute, das ist, wir haben da nicht so gut gewirtschaftet, so wie es aussieht. Aber hey, was soll's. So, das Ding ballern wir hier noch hin. Das passt hier vielleicht noch in die Ecke, ne? Ja, geil. Des coolsten Typen von Radio Campus. Ah, das kostet 30.000, das eine Ding. Okay. Hab nichts gesagt. Heute will ich über eure Zukunft reden. Ich höre immer wieder, wie sich ja, Leute schön. Wegen Karriere... 50.000. Leute, ich bin arm, ich habe kein Geld mehr. Krallt euch die Ach du Scheiße. Magazine, aber macht euch keinen Stress. Denkt einfach daran... Könnt ihr mir theoretisch noch einen weiteren Kredit jetzt holen? ...in ein paar Jahren nicht mehr geben wird. Das hat kostet 25.000. Pass auf, wir machen es anders. Ich verkaufe das erstmal noch. Warum solltet ihr euch deswegen also unnötig verrückt machen? Wenn die das unbedingt haben wollen, dann müssen sie es einfach sagen. Und dann versuche ich mich darum zu kümmern. Aber aktuell hat es, glaube ich, keine Priorität tatsächlich. So, wir sind auf 4. Können wir hier noch ein Whiteboard hinsetzen irgendwo? Ah ja, guck mal, das passt ja richtig schön hier noch so hin. Ich hoffe, dass es auch benutzt wird dann. Und wie viel kriege ich denn noch für so ein Bild? Hier, guck mal, beim Eingang oder Ausgang, je nachdem. Ihr wisst ja, ein Eingang kann auch ein Ausgang sein. So, Campusstufe immer noch auf 10. Aber wir haben jetzt noch 24.000. Wir brauchen noch einen weiteren Gastronomie-Dozenten. Oh, ja moin. Den brauchen wir auf jeden Fall. Kriegt ständig Durst. Ja, das erinnert mich daran, dass wir hier auch nochmal getränkemäßig und so weiter ein bisschen was hinpacken könnten. Die Sache ist, Aufenthaltsraum und so bräuchten wir hier drüben wahrscheinlich auch noch, ne? Dann lass uns mal hier ein paar von den Teilen hinpacken. So, Stufe 11. Das hat jetzt sogar tatsächlich schon geholfen. Ich packe hier einmal das hin. Falls die Leute da sitzen wollen. Ich will hier nochmal eine Bank hinpacken. Hier drüben, wenn man wartet. Passt nicht, verdammt. So, dann packen wir da aber eine Pflanze hin, Leute. Die wird ja wohl... Die wird ja wohl dahin passen. Da haben wir sie. Ah, kriege ich aber nicht schön hingestellt. Hm, egal, Pech gehabt. Obwohl, warte mal, dich stelle ich nochmal woanders hin. Weil es könnte gut sein, dass wir hier noch einmal einen Aufenthaltsraum hinzimmern. Wir haben 15.000. Ein Aufenthaltsraum kostet natürlich auch wieder ein bisschen was. Ja, und mein... Die Leute, die jetzt hier die Vorlesung geben, die haben natürlich auch einen mega weiten Weg, um hier hinten in das... in den Raum zu kommen, in das Personalzimmer, genau. Das ist das Wort, was ich suche. Aufenthaltsraum mit 5.000. Hm.
Machen wir es so. Für die Studenten wissen das zu würdigen hier, Leute, was wir auch machen. Geil, Instant-Auflauf. Let's go. Mit Crumleys neuem Instant-Auflauf zauberst du mit nur etwas Wasser ein Gericht, das fast ein Auflauf sein könnte. Fast ein Auflauf, das reicht mir. Also Mikrowelle. Zack, Kühlschrank würde ich auch noch hinpacken. So. Desinfektionsspray geht immer. Und dann ein Arcade. Vielleicht noch ein Teppich. Das hat schon so ein bisschen lost einfach hier alles, ne? Vielleicht noch eine Lampe einfach hier in die Ecke. Ich würde den Raum zumindest auf 6 einfach hochpushen wollen. Und wie macht man das? Natürlich mit einem wunderbar hübschen Bild von dem Typen hier. So, tada, wir sind bei 2K. Das ist ja schon fast eine Punktlandung. Der Raum ist halt auch schon wieder mega groß. Pass auf, wir könnten nochmal hier irgendwie ein paar Sitzgelegenheiten in die Mitte packen. Ne, warte mal, wo sind die denn? Gab's im Aufenthaltsraum nicht diese... Ah, die, genau. Wie blind wollen sie sein? Friends, ja. So, die benötigen... Wieso benötigen die denn jetzt irgendwelche Dinge? Ihr macht doch gerade gar nichts eigentlich, oder was? So, wir sind vom Campusstufe jetzt her auf 11 erst. Also, was heißt 11? Das County-Koch-Duell könnten wir dann jetzt auch schon soon TM machen. Das heißt eigentlich, ja, ich würde hier drüben nochmal irgendwann so einen Personalraum halt noch hinsetzen, so einen weiteren. Und dann... Dann müsste es ja eigentlich theoretisch passen, oder? Es nimmt alles so langsam, aber sicher Formen an. Also beim nächsten Mal sollte es dann auch schon wieder weitergehen. Die Bauarbeiten dauern teilweise wirklich länger, als man irgendwie erwarten würde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.